Guten Tag und herzlich willkommen zu Punkt 12. Die eigene Bettseite darf jeder alleine gestalten. Egal, ob mit nackten Frauen oder mit kleinen Puppen. Dein Hamster ist wieder ausgebrochen. Er schläft tief und fest in meinem linken Handschuh. Diese Südfrüchte enthalten das Glückshormon Serotonin, welches sich positiv auf die Stimmung auswirkt. Deutschland lässt kaum einen kalt. Wohin gehst du denn? Aus. Aus wohin? Und mit wem? Alf. Feierabend, das verführt zur Völlerei. Chips raus, Klipse für die Glotze, Peter Klöppeltime. Goldene Zeiten sind für mich Tage mit wahrlich viel Barbara Salesch und Oliver Geissen. Statt Hollywood-Streifen mit großen Schauspielern schau ich lieber hinter Gitter Soaps und Tine Witzler. Mittags schau ich Punkt 12, Punkt 12 und 11 Cosa Nostra-Filme, danach Thomas Gottschalk. Börsenmakler, Shows tangieren mich peripher. Mich fasziniert der Fernseher bei Jörg Pilawa. Einen Riesenbogen mach ich um Musikantenstadel und Kanzlerwahlen. Ich gucke ne Wiederholung mit Wiegald Bohn. Katharina Saal, Frank, Katja Gebmann, Dieter Bohlen, Hugo Egon Balder und Olli Pocher. Stolz wie Oscar, wie Frau Merkel auf ihr Heer des Militärs. Glotzig Popstars und wer wird Millionär? Werbung, Chips raus, Bier auf. Du bist Deutschland, wir sind Papst. Wirklich wahr, nur wenn ich Fernseh guck, kann ich entspannen, Homie, denn ich habe Fernsehsucht. Werbung, Chips raus, Bier auf. Du bist Deutschland, wir sind Papst. Wirklich wahr, ist der Fernseher an, bin ich glücklich, ich bin der Fernsehjunk. Ist der Fernseher aus, wie Schumis Karriere, schall dich hinan, schau Heidis Suche nach dem Supermodell. Psst, Totenstille, wie nachdem ein Flugzeug zerschellt, eine Gedenkminute, Silenzium für Rudi Carell. Rudi Carell, dieser Publikumsheld, brachte Quoten wie ein Weltmeister-Fußballduell. Ich guck Pudelwelpen, Katzenbabys, Tierreportagen und viermal am Tag die Tiernanny auf Video. Ich ess nix mehr, hab ne Bindehautentzündung und seh aus wie eine TV-Antenne, wie Günther Jauch von hinten. Viereckige Augen hab ich, aber ich guck alles. Ich sah auch Dieter Bohlen beim Paraglide auf Malle. Ich guck Vorsicht Falle, komme die Falle. Axel Stein, Atze Schröder, auch Hausmeister Krause. Präsentiert von Hasse Röder, zapp zapp ich selbst so durchs Fernsehprogramm. Ich steh unter Hypnose und mein Fernseher in Flammen. Werbung, Chips raus, Bier auf. Du bist Deutschland, wir sind Papst. Wirklich wahr, nur wenn ich Fernseh guck, kann ich entspannen, Homie, denn ich habe Fernsehsucht. Werbung, Chips raus, Bier auf. Du bist Deutschland, wir sind Papst. Wirklich wahr, ist der Fernseher an, bin ich glücklich, ich bin der Fernsehjunk. Als der Fernseher kaputt war, war ich im Innern zerbrochen. Jetzt hab ich einen neuen, super praktisch, so per Internet shoppen. Jetzt guck ich Tingle Tangle Bob, diesen Pausenclown, Frauentausch, Wetten, das und Kindergartenkoch. Zeller wie ich, sehr exklusiv und Serien über Weltenbummler. Danach guck ich Galileo oder Welt der Wunder. Ob Dokus über Eltern, Schwangerschaft und Kinderglück oder damals die Wochenshow mit dem Hampelmann Ingolf Lück. Ich bin entzückt, ich guck alles, alles, alles. So ist die Kiste aus, fühl ich mich klein wie Kalle Pohl. Statt Hannes Loh zu lesen, guck ich Alkoholwerbung. Aladdin, Ernie und Alf oder Kermit. Liebling, wir bringen die Kinder um, Einsatz in vier Wänden. Die Mainzel Menschen Schenchen und die Schreinemarker-Sendung. Nur wenn ich Fernseh guck, kann ich richtig entspannen. Ich bin schlichtweg gefangen in den Fängen meiner Fernsehsucht. Werbung, Chips raus, Bier auf. Du bist Deutschland, wir sind Papst. Wirklich wahr, nur wenn ich Fernseh guck, kann ich entspannen, Homie, denn ich habe Fernsehsucht. Werbung, Chips raus, Bier auf. Du bist Deutschland, wir sind Papst. Wirklich wahr, ist der Fernseher an, bin ich glücklich, ich bin der Fernsehjunk. Übrigens, Serotonin wirkt zusätzlich auch noch appetithemmend. Na, wenn das nicht die Laune hebt? Es geht bergauf. Ende der Belagerung. Während der Fußball-Weltmeisterschaft. Werbung, Chips raus, Bier auf. Du bist Deutschland, wir sind Papst. Wirklich wahr, nur wenn ich Fernseh guck, kann ich entspannen, Homie, denn ich habe Fernsehsucht. Werbung, Chips raus, Bier auf. Du bist Deutschland, wir sind Papst. Wirklich wahr, ist der Fernseher an, bin ich glücklich, ich bin der Fernsehjunk. Deutschland? Ein Gedicht. Wie unwiderstehlich wird es erst in feinster Lindschokolade. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um das zu schreiben? Du hast es nicht geschrieben, das ist aus dem Song von Chicago. Ich meine ja, es hat lange gedauert, um es aufzuschreiben.